So, wir befinden uns in der zweiten Klausur, zweiten Klausurtermin. Und zwar startet es mit Fingerübungen. Ja, wir sollen einfach eine Reihe von Funktionen ableiten. Erste Funktion ist e hoch Alpha x. Dafür brauche ich die Kettenregel. F' von x ist gleich Alpha e hoch Alpha x. Zweite Funktion ist e hoch Alpha plus ln x. Ich könnte jetzt, wenn ich wollte, das umschreiben. Das ist e hoch Alpha mal e hoch ln x. Das ist also gleich x mal e hoch Alpha. Daraus folgt, f' ist gleich e hoch Alpha. Jetzt gucke ich aber mal, was wäre, wenn, das ist immer ganz interessant, was wäre, wenn ich mich an diese E-Funktionsregel nicht erinnert hätte, dann hätte ich schreiben müssen, es ist gleich der inneren Ableitung mal der äußeren Ableitung, ich das ableite. Dann wäre rausgekommen, f' von x ist gleich innere Ableitung. Alpha plus ln x abgeleitet ergibt 1 durch x mal, denn das Alpha fällt weg. Mal der äußeren Ableitung, das ist e hoch Alpha plus ln x. Naja, und jetzt könnte ich natürlich, wenn ich mich jetzt immer noch nicht an die E-Funktion-Regel erinnere, dann bin ich an der Stelle fertig. Aber ich könnte natürlich jetzt weiter umformen, denn das ist 1 durch x mal e hoch Alpha mal e hoch ln x. Und e hoch ln x ist ja gleich x, also bleibt stehen e hoch Alpha. Also kommt zumindest bei beiden Rechenarten kommt das Gleiche raus. F von x ist gleich Wurzel e hoch x. Da kann ich jetzt auch wiederum, könnte ich schreiben, das ist gleich e hoch x in Klammern hoch 1/2. Und da, wenn ich mich jetzt wieder an die Exponentialgesetze oder wie auch immer man die nennt, wenn man sich daran erinnert, das ist dann e hoch x halbe. Daraus folgt, f' von x ist gleich die Hälfte davon. 1/2 e hoch x halbe. Also gleich, könnte man wieder zurückformen, wenn man wollte, gleich Wurzel e hoch x und das dividiert durch 2. Denn anscheinend hatte derjenige, der einem die Aufgabe gestellt hat, fand diese Wurzelfunktion gut, denn sonst hätte er die Wurzelfunktion da nicht mit reingeschrieben. Also kann man es auch am Ende wieder reinschreiben, wenn man möchte. Also angenommen, man wäre jetzt nicht auf dieses Gesetz gekommen. Ich mache nochmal die zweite Rechnung und ich hoffe immer, bei mir kann es ja auch sein, dass ich mich mal verrechne, aber hoffentlich nicht. Also angenommen, wir starten von hier aus und leiten diese Funktion ab. F' von x wäre dann die innere Ableitung ist e hoch x mal die äußere Ableitung ist gleich 1/2 1 durch 2 Wurzel x, aber statt der Wurzel x habe ich da jetzt das e hoch x stehen. Und das ist dann ja gleich e hoch x durch Wurzel e hoch x und da bleibt dann stehen Wurzel e hoch x dividiert durch 2. In diesem Fall wäre sogar die Rechnung einfacher gewesen. Oh, das war mir gar nicht so klar. Okay. Jetzt soll ich ableiten. Erste Ableitung der folgenden Funktionen. F von xy sei eine differenzierbare Funktion. Also f von x sei gleich Groß F von xy. Und das soll ich ableiten. Nach x. Gut. F' von x ist dann die Ableitung von f nach der ersten Variablen von xy. Wenn ich die nach x ableite. Das zweite ist ähnlich. F' von x, da ist jetzt das gleiche, nur dass statt dem y da eine 2 steht. Also f' von x ist dann gleich f nach der ersten Variablen abgeleitet von x und 2. Und die dritte ist ein bisschen kniffliger, denn da steht das x an zwei verschiedenen Stellen. Okay, das war so ein bisschen die Bonusaufgabe, die auch nicht alle geschafft haben in der Klausur, logischerweise. Und dann folgt da f' von x, hätte ich mir lieber mal ein bisschen Platz gelassen, ist
die Ableitung nach der ersten Variablen von x und g von Alpha x, Klammer zu, plus. Und jetzt brauche ich die Ableitung nach der zweiten Variablen, denn da steht hier auch ein x drin. Und da muss ich jetzt innere Ableitung mal äußere Ableitung nehmen. Die innere Ableitung ist Alpha mal g' von Alpha x mal die äußere Ableitung ist f' in der zweiten Richtung abgeleitet von x und g von Alpha x, Klammer zu, Klammer zu. So ist es. Das ist im Prinzip ein Anwendungsbeispiel für die mehrdimensionale Kettenregel. Gut.